Katze ist das Symbol des Zen. Aus dem Grund, weil der Tiger auch eine Katze ist, wird im Zen eben der Meister immer als der Tiger bezeichnet. Der Tiger ist das Symbol für einen Zen-Meister. Es ist so wie das Beispiel, da ist ein Zen-Kloster. Und der Meister des Klosters, der spricht mit dem benachbarten Meister des anderen Klosters und sagt ihm, ja, wir haben ein großes Problem. Ständig wird bei uns die Nahrung angeknabbert. Da ist eine Maus, die lässt sich einfach nicht fangen. Ja. Wir haben alles mögliche. Wir haben schon so viele Katzen geholt. Ja. Wir haben Katzen geholt, die waren so gefährlich. Wir haben eine gehabt, die hat solche Krallen gehabt. Ja. Wenn du die angesehen hast, ist ja schon ganz anders geworden. Ja. Also unheimliche Katzen mit einer Gewendigkeit. Ja. Die springen da rum und die Luft dreht sich. Und alles. Da haben wir gedacht, das ist die richtige jetzt. Ja. Und alles versucht. Und nee, die ist nicht zu fangen. Das sagt der Meister. Ja, betrachtet ihr mal unsere Katze. Guck, Mizi, komm mal. Da kommt die Katze, kommt da angeschlichen, so eine alte Katze. Ja, und hat gerade noch so ein paar Zähne. In anderer Zeit fehlen sogar noch Zähne. Ja, eine Ohr hängt schon halb runter. Ja, schon Kämpfe gehabt, viele und gefochten. Die Meister Eckert sagt, ein wahrer Ritter hat viel gefochten, darum hat er auch einen Schmiss. Nun ja, und er sagt, das ist jetzt hier die wahre Katze. Das war was? Das hier? Die ist ja schon halb tot. Die macht ja nur noch ein paar Tage. Die macht ja sowieso nicht mehr. Wie soll denn die eine Maus fangen? Ich sag, was du willst. Ich gebe dir den Rat, nimm sie mit und mach ihr ein schönes Körbchen in die Küche und legst dahin. Naja. Nein, du unbedingt meinst, ich kann nicht mehr. Ich habe schon so viel versucht. Ja. Warum nicht auch das? Der nimmt die alte Katze da mit. Ja, und als er mit ankommt, die Mönche lachen schon furchtbar alle. Ja, da bist du mit der alten Katze da hier. Ja, dann versuchen wir was. Dann legt er die Katze in das Körbchen. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn. Bis abends, in der Nacht, kommt dann die Maus raus. Kommt, guckt, sieht die Katze, läuft dann rum. Und die Katze rum, ja, denkt, naja, die alte Katze, ach hey, da brauche ich keine Angst haben, gell. Und geht an die Körner und frisst, macht Essensreste, ja, am nächsten Tag wieder, übernächsten Tag wieder, ja, und es geht so eine Zeit lang, und das sagt der Mensch, dem Meister von dem anderen Kloster, sagt, da geschieht ja gar nichts, ja, alles genau wie vorher, sagt er, band doch mal ab, Geduld. Seine Hörer hat schon monatelang schon gesagt. Nun ja, gut. Also, warten wir noch ein paar Tage. Dann geht es so weiter. Und die Maus, die wird dann immer zudringlicher und sagt, naja, da kann ja gar nichts passieren. Gell? Und läuft immer näher an denen vorbei. Und auf einmal, zack, macht. Ist sie in der Empfängen der alten Katze, ja, kriegt das Genick durchgebissen. Und alle Menschen kommen und sagen, oh, wie soll sowas möglich, die alte Katze? Ja, da sagt der Meister, ja. Da haben wir wieder was gelernt, das, was uns gezeigt wurde. Das ist wahres Zen-Bewusstsein, das ist hier. Gelöst, entspannt, unmittelbar, aber doch hellgar bewusst. Aus dieser Geistesverfassung ist jede Aktion aus dem Augenblick möglich.